Na, wir gehen jetzt einmal auf die Seuche. Einmal wenigstens auf die Seuche, immerhin. Weil der Clown-Schaden ist auch relativ wichtig, weil das nutze ich auch relativ gern. Da, damit das gleich auf maximaler Energie erhöht worden ist. Aha, was ist denn da jetzt? Hammer! Hammer hat mir aber auch relativ gut gefallen. Von der Reichweite her und alles drum und dran. Kann man nochmal verwenden, hätte ich jetzt mal gesagt gehabt. Passt das jetzt einmal so einen normalen Trank? Langhaltender Trank und schnell wirkender Trank. Trank aufwerten, das ist jetzt mal den A. Okay. So ein bisschen wie bei Diablo oder irgendwas, wo du das auch noch aufwerten kannst, neues. Okay, erhöht die Trankmenge. Erhöht die Gesundheit. Zutatenplätze. Ich hätte jetzt auch von mir gesagt gehabt, nehmen wir mal die Trankmenge. Trankmenge ist immer gut, ist immer leibend. Okay, Euronen. Schüttling, DG, Schüttling ist wichtig. So. Ja, wollte gerade sagen, gehen wir mal sicher jetzt aber mal da entlang. Ich bin echt gespannt, wenn ich mal wirklich einen Bosskampf jetzt vor mir habe. Also wirklich jetzt mit Leiste und alles drum und dran. Da würde es mich dann interessieren, wie das Game dann wirklich so ist. Weil es sind jetzt halt quasi jetzt einmal so Mini-Boss und alles drum und dran. Ich kann mir relativ gut vorstellen, pro Erinnerung wird am Ende des Tages ein richtig, richtig mächtiger Gegner wahrscheinlich auf uns warten. Aha, gib ihm schnell, ich wollte gerade sagen, gib ihm schnell, Haverer. Normalerweise gibt man gleich mal. Sticht mir ab, der Haverer. Sticht mir ab. Es ist safe alles noch Tutorial. 100%, du denkst, Alter, Bruder, ich bin Macher. Das ist so richtig dieses, Digi, ich bin Macher. Ich bin ein richtiger Macher, weißt. Und dann kommst du mal zum ersten Boss und das Spiel zeigt dir einfach das wahre Ich. Wahre selbst, Digga. Und du spuckst dir einfach nur selbst ins Gesicht. Wieso habe ich das Spiel je gestartet? Aber schau mal. Ich kann abwarten. Ich glaube, die Bosskämpfe sind das Schlimmste an dem Game. Ich glaube, so im Allgemeinen, wenn du so ein bisschen so durchgehst oder so, ist es, glaube ich, eher so relativ sogar ein bisschen angenehm zum Spielen. Nicht so frustrierend, weil... die werden wahrscheinlich das auch so gemacht haben, auch so ein bisschen mit Absicht. Wird wahrscheinlich so ein kleines Indie-Entwicklerstudio sein. Wollen ein bisschen Souls-like machen, aber wollen es aber auch wieder nicht zu schwer machen. Wollen sich auch ein bisschen von der Masse abheben. Das kann ich mir relativ gut vorstellen, dass die vielleicht in die Richtung gehen wollen und nicht gleich die ganzen Neukunden damit auch ein bisschen abschrecken und sagen, okay, passt, wenn wir einen zweiten Teil machen, der wird dann richtig schwer oder Barbar oder was auch immer. Oder weiß nicht, ob sich das Game überhaupt relativ gut verkauft hat oder nicht. Aber ich finde es jetzt eigentlich gar nicht so wie die schon dachten, ne? Kann ich nicht verstehen. Finde ich jetzt gar nicht wirklich überhaupt nicht uns wieder. Aha. Ich wollte gerade sagen, bitte geh nicht drauf. Bitte geh ja nicht drauf. ja. Ja, genau, das ist es. Was? So, passt. Das ist es, was ich meine. Mir taugt das irgendwie nicht, diese unsichtbaren Wände. Wenn ich irgendwas haben möchte oder sonst was, das ist nicht schön. Das ist einfach irgendwie nicht so schön gemacht, finde ich jetzt persönlich. Das ist es. Und ich habe so das Gefühl, dass sie die Spieler quasi bei einem Bosskampf so richtig, richtig hardcore-mäßig schwitzen lassen. Dass du wirklich so sagst, so puh, aber dafür halt bei dem, was du halt so quasi hier erreichen kannst, dass du immer wieder sagen kannst, okay, passt, dann mache ich halt in der Erinnerung weiter, dass ich nicht allzu viele Leute quasi frustriere damit, mit diesem neuen System und alles, also mit dem Souls-like-System, dass ich nicht allzu viele Leute damit frustriere, dass man sagt, okay, passt, drauf geschissen. Wir machen das Spiel halt ein bisschen einfacher. Wir schauen, wie es ankommt, wie viel wir verkaufen, alles drum und dran. Und dann können wir noch immer sagen, bis Depper, da machen wir
richtig, richtig bockschweres Game. Wo man aber auch wieder sagen muss, ist, zu meiner jeweiligen Aussage, auch irgendwie wieder nein. Weil die Leute spielen ja gerade Souls-like, wegen dem Schwierigkeitsgrad. Das ist es. Das darf man auch wieder nicht bedenken. Die Leute spielen gerade erst recht wegen dem Schwierigkeitsgrad. Und die Leute wollen aber auch einen Schwierigkeitsgrad. Das ist ja wieder das Nächste. Ja, man muss beide Seiten bedienen. Sagen wir es mal so. Man muss auf alle Fälle beide Seiten bedienen. Man kann sich frustrierend schwer machen, sodass du sagst, man verkrault fast teilweise gefühlt 50% der Leute. Die was vielleicht dann sogar noch sagen, so ja, das hat man nicht da gehabt, bring ich es wieder zurück, weil hat mich zu sehr frustriert. Aber so, dass du auch sagen kannst, auf nicht deppert angelehnt, du spielst deine 2 Stunden, überhaupt nicht frustrierend, kommst dann vielleicht auf den Punkt, wo du sagst, okay, schwerer Gegner vor mir, sehr, sehr schwerer Gegner, bosskampfmäßig. Er ist ja richtig extrem hardcore-mäßig, bisschen vielleicht sogar dezent zu schwer. Wo du dann sagst, ah, scheiße, ich kann das Game nicht mehr zurückgeben. Lass dich einmal nur ganz kurz in dem Raum so stehen. Lass dich einfach jetzt nur mal ganz kurz in dem Raum so stehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Entwickler Arschlöcher sind oder irgendwas in der Richtung. Aber ich denke halt einfach quasi so ein bisschen geldorientiert jetzt. Ganz extrem jetzt, falls man mich ja bitte nicht falsch verstehen sollte oder sonst was. Aber das sind ja auch wieder nur, das ist ja auch trotzdem wieder ein Unternehmen, was halt natürlich auf Geld und alles drum und dran ja auch ein bisschen achten muss und auch ein bisschen geier, das ist eh klar. Die wollen auch vielleicht ein großes Entwicklerstudio werden, die wollen auch groß rauskommen und alles drum und dran. Kann ich definitiv komplett nachvollziehen. Das ist überhaupt kein Thema. Nur es geht halt auch einfach darum, dass sie halt auch ein bisschen schauen, ah okay, wir haben jetzt investiert XY-Summe, wir müssen aber auch irgendwie das Spiel so entwickeln, dass wir so wenig Rückverkäufe haben wie möglich, wie zum Beispiel bei Steam. Bei Steam ist es ja quasi so, du spielst 2 Stunden lang Geld zurück, weißt du was ich meine? Und auf das müssen die vielleicht aber auch noch zusätzlich achten. Dass es vielleicht sein könnte, oh scheiße, die ganzen Spieler und alles drum und dran sind schon ab der ersten Sekunde schon extrem unzufrieden und alles drum und dran. Sie geben das Geld wieder zurück. Aber, wo ich auch wieder sagen muss, ist, wo long? Da gab es ja den Shitstorm. Da gab es ja diesen sogenannten Shitstorm. Ah, das Spiel ist so schwer, der erste Boss ist ein Hurensohn, das. Haben sie sich alle beschwert gehabt über den ersten Boss im Endeffekt. Weil es ja quasi, könntest du auch schon fast sagen, eher so wirklich so dieses, alles was du quasi in dem ersten Areal beigebracht kriegst, musst du quasi fast auf Perfektion an dem ersten Boss quasi ausüben. Was ich auch definitiv nachvollziehen kann. Ist eh klar. Es ist aber auch wieder ein Souls-like. Und die Leute haben sich einfach mal wieder beschwert. So, ah, das Spiel ist scheiße. Ist zu schwer. Bla, bla, bla. Das darf nicht so sein. Erster Boss. Dann ist das Genre aber auch wieder teilweise nicht. Nein. Das ist dann auch wieder das Nächste. Du kannst halt einfach wirklich, du hast wirklich so dermaßen viele verschiedene Communities, jetzt auch schon mittlerweile bei Souls-like. Der eine mag lieber Bloodborne, der eine mag lieber die Dark Souls-Reihe, die anderen wollen lieber sowas wie ein Sekiro, wie ein Lies in P und alles drum und dran. Du hast so dermaßen viele verschiedene Souls-like Varianten, sage ich jetzt einmal im Prinzip, dass du quasi nicht ein Spiel wirklich für alle wirklich auf perfekt entwickeln kannst. Das vielleicht schafft es mal wieder ein From Software, das kann vielleicht relativ gut möglich sein, dass sie wieder eine neue IP machen, quasi eh auch wieder mit Souls-like und alles drum und dran, nur dass man dann trotzdem in die Richtung halt hingeht, dass man halt quasi
alle Erfahrungen, alle Teile, die was man bis jetzt rausgebracht hat von XYZ, dass man da vielleicht in die Richtung geht und dann quasi alle bieten. Mit dem Gameplay noch alles drin dran. Oh, hoppala. Hoppala, das ist mir jetzt überhaupt nicht aufgefallen. Ich stich zu dir, Alter, das ist auch Wahnsinn, der Bistep oder der Favoriten hier ein Stich, sag ich nur. Ja, verstehe ich aber auch. Verstehe ich aber auch. Ist aber auch trotzdem noch immer einer der besten Souls-like Games ever. Muss ich schon sagen. Also, hat mir echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, waren halt auch ein paar frustrierende Momente dabei. Aber es gehört dazu. Also das mit dem Hammer und alles drum und dran, das verstehe ich dann irgendwie bis jetzt immer nicht, wie das da funktioniert. Schmeckt, schmeckt. Ah, steht da in der Ecke und wartet, der Scheißhuhn. Steht da einfach da und wartet. Das ist so ein Beidel, aber so ein Beidel. Es ist halt einfach schwer. Ja, das ist es. Ja, das ist halt einfach dieses Problem jetzt. Du musst halt quasi wirklich. Du hast ein Alkinoid-Buffet, magst aber vielleicht quasi nur eins von 20 Sachen, was vielleicht das eine Game gehabt hat. Und die anderen Sachen magst du wieder nicht, aber die Entwickler haben halt quasi gefühlt, dass du quasi alle Sachen magst und vernachlässigen dann wieder das andere im Prinzip. Das ist halt. Ist halt schwer, ist halt echt schwer. Also du hast jetzt auch schon so dermaßen viele Souls-like-Klone auch auf dem Markt, wo halt auch einfach irgendwann es auch sein könnte, dass halt mal die Sättigung am Start ist. Wo du wirklich so sagst, so Digi, langsam habe ich es satt von Souls-like. Ich habe zu viel gesehen. Es kommt viel zu viel Blödsinn raus und die verwunden viel zu oft, indem ich eher so Sachen. So 0815 Sachen rausbringen, Hauptsache Souls-like, Hauptsache. Da gab es eher mal so dieses eine Spiel, was auf Steam damals rausgekommen ist. Das hat wie scheiße ausgeschaut, hat sich auch scheiße gespielt und alles drum und dran und ist auch scheiße. Aber ja, im Endeffekt Hauptsache Souls-like und das war's. Hauptsache man hat ein Souls-like-Spiel rausgebracht. Habe ich so ab und zu auch das Gefühl. Irgendwie. Oh, komm, ja, ich hab dir gleich eine. Ich hab Wüste. Wie tankt man nicht damit da? Mit der Ding, das tankt man überhaupt nicht. Aha. Ja, jetzt kriegt's wieder. An zwei. Aufpassen. Ja. Ja, jetzt wieder. Na, jetzt macht sie. Jetzt machen wir gegenseitig, super. Leiwand, was ist los? Aber ja, gefällst mir aber irgendwie überhaupt nicht, gell, Madame? Du gefällst mir jetzt schon langsam überhaupt nicht. Ist mir jetzt schon aufgefallen bei dir. Ich bin mal runtergefallen. Springst du auch oder? Oh, springst du auch. Also, super. Heilung, 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 Heilung. In dem engen Raum, das wird nichts. Das war's. Sind die falschen Waffe für den engen Raum. Die Alte, oder Bistepper. Ich weiß nicht, ob das was wird da drin.
Das ist mir alles einfach gesehen. Oder bist du deppert oder wie bei der Welt? Alles gesehen, das taugt mir. Der Safe Top, der braucht kein 100%. Alter, musste ich da unbedingt runterfallen? Musste ich da einfach runterfallen und die Scheißtante musste mit runterhupfen? Ist der komplett deppert oder was? Ah, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber ist die, oh, das ist ja nicht normal. Safe, 100%. Bei dir kann das schon hinkommen. Bei dir kann das definitiv hinkommen. Rennt da durch der Haber, Alter, ohne nix. Gut, alles auf perfekt parieren. Fix, 100%. Der Wender macht das schon. Der Wender macht das, ich sag's doch. Also die Tante ist mir echt nicht wurscht. Die ist mir echt nicht wurscht. Hoppa! Aber echt nicht schlecht. Na, ich bin gespannt. Schade, dass ich da auch weggefallen bin. Aber normalerweise könnte ich die Tante da eh mal machen. Die ist nicht so extrem. Das Einzige, was mir jetzt am Arsch geht, ist, dass die Seelen einfach auch weggefallen sind. Das taugt mir überhaupt nicht. Ja, ich könnte mal wieder deine Axt relativ gut gebrauchen. Doch, von hier. Später. Für später, bitte. Ja, dieses Parieren. Ja, das Parieren ist halt einfach. Na, das ist halt überhaupt nicht meins. Ich glaube, erst nach einem gewissen Skill oder irgendwas, dass du sagst, dass du dann dir vielleicht sogar ein bisschen einfacher tust. Oder dass es dann leiwander wird oder irgendwas. Das glaube ich dann eher. Dass es überhaupt dann ein bisschen in die Richtung gehen könnte. Aber sonst. Ich will nicht schon wieder runterhupfen. Normalerweise hätte ich sonst gesagt, hab drauf geschissen oder irgendwas. Ich hupf kurz runter. Aber die Tante kommt safe nach. Die ist so deppert. Nein, die hat es jetzt ernst gemacht. Oh, neue Fähigkeit, sehr gut. Chef, ich immer da, ich hab keine neue Fähigkeit, ist der Treffer. Und wir haben neue Fähigkeit. Abwarten. Wir kommen noch zu einem richtigen Moment. Oh, Alter, immer gegenseitig. Immer gegenseitig. Ich hasse es. Ich hasse es in diesem Game. Digga! Du machst eine geile Spezialfähigkeit und der Gegner kann ich trotzdem kontern. Puh, Alter. Einfach nur puh. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ich mach Spezialfähigkeit, Digga. Ich krieg einen aufs Maul. Ich krieg einfach einen aufs Maul. Alles klar. Bei Spezialfähigkeit hat der Gegner zum Sterben, Alter. So sieht's aus. Das taugt mir überhaupt nicht. Bleib ich hängen bei so einer scheiß Missgeburt. Passt. Jetzt bleib ich hängen bei so einer scheiß Missgeburt. Das kann ja nicht sein, Alter. Das ist ein Wahnsinn. Aber schneller, geh mal, hopp, 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 hopp. Mope, ich hab gern Stress, Alter. Auf mit dir. Schauen wir sich jetzt aber das ein bisschen durch. Da kann man da noch dezent den einen oder anderen mitnehmen. Das ist mir super. Was ist mit dir, Alter? Was ist der, Alter? Ich glaub, der hat auch nicht gesehen, kaputt ich stehe, oder? Der gesoffen, ja, aber der fix gesoffen. Fix, der safe gesoffen. Passt, danke. Das motiviert mich so richtig, das Game dann weiter zu zocken. Dankeschön. Danke, Digi. Bist echt ein Motivationsfaktor. Bis zum Game, oder? Bis Step, oder? Wenn der Vendor am Start ist, oder? Bin ich motiviert, oder? Du spürst recht, immer zu spielen. Das taugt. Wenn sie trifft, ist das ist echt super. Ja.
bleib ruhig, Madame, bleib ruhig, Alter. Ist ein Wahnsinn. Ist echt ein Wahnsinn, Alter. Bleib mal ruhig, passt. Hab ich mir mal ein bisschen gegönnt, Digi. Hab ich mir halt einfach ein bisschen gegönnt. So. Ja, ja, wichtig. Wichtiger Angriff. Sehr, sehr wichtiger Angriff. Oh, wieder pariert. Das ist ein Missgeburt, das. Nicht vergessen, nicht vergessen, du bist Full Trottel. Nicht vergessen, du bist Full Trottel. Mhm. Mhm. Nicht vergessen, du bist ein Full Trottel. Jetzt wieder. Na! 1, 2, 3. Ja, ja. Jetzt geh in den Arsch, Madame. Nee, komm. Ja, Mann. Sehr gut. Oh, was für eine Befriedigung. Gib ihr, gib ihr. Well, Afora, bist du deppert, Alter. Leg mich am Arsch. Ich muss aufpassen, dass ich die Alte nicht aufweg. Drauf geschießen. So scheiße. Ach du Scheiße. Oh, wie geil. Oh, Star Wars Survivor. Ah, sehr schön. Ich muss sagen, Star Wars Survivor habe ich mich mega gefreut. Ich habe den ersten Teil gesucht. Achso, da ist ja auch einer. Oha, servus, hier ist der Pille. Hoppala. Den habe ich komplett übersehen. Okay. Ich habe mich so dermaßen gefreut gehabt über Survivor. Digga, Alter, ich war Feuer und Flamme. Ja, ich wollte es bis zum Gehen immer suchen. Was war? Haben sie das Spiel verkauft? Haben sie das komplette Spiel komplett reingeschissen? Komplett. Erstens, es war teilweise richtig hässlich, muss ich dazu gestehen. Also ab und zu wirklich so stellenweise war das Game wirklich unterirdisch. Wo ich mir auch so gedacht habe, so, aha, okay. FPS-Einbrüche des Todes gehabt, wo ich mir auch so gedacht habe, so, aha, okay, das schaut echt, das ist echt ein Verbrechen, oder? Bleib ruhig, bleib ruhig. Ja, vielleicht bin ich noch ein Klick gehabt, vielleicht habe ich noch ein Klick, vielleicht habe ich, ja, 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 es geht noch, es geht noch, es geht noch, es geht noch, oh. Mehr Glück als Verstand, ich sag's euch. Definitiv mehr Glück als Verstand. 100%, 100%. Passt, Gott sei Dank erledigt. So, aber. Die hatten FPS-Einbrüche, 100.000 Patches, alles drum und dran. Ich habe den ersten Teil geliebt. Ich habe ihn geliebt für die Inszenierungen und alles drum und dran. Und dann, ey, was denn? Irgendwie. Habe ich den zweiten Teil zock gehabt, der war zwar irgendwie auch wie der erste Teil, nur irgendwie hat man dieses geile Inszenatorische gefehlt. Ich will es jetzt nicht schlecht reden, weil es das ja spielen wirst und alles drum und dran, aber. Ja, ich glaube, mittlerweile ist es schon alles behoben. Ich glaube mittlerweile, die ganzen Fehler und alles drum und dran, FPS-Einbrüche etc., das ist normalerweise, glaube ich, schon alles ausgemerzt. Ich glaube, das ist schon alles weg, würde ich jetzt behaupten. Weil mittlerweile ist das Spiel jetzt auch schon fast wieder dreiviertel Jahr her, irgendwas in der Richtung. Sie haben es auf der PlayStation zum Beispiel sehr verhunzt. Ein bisschen sehr reingeschissen, meiner Meinung nach, haben's. Aber, ja,
Ich. Oh. Okay. Schauen wir mal kurz auf ihn. Ja, wart. Es hat sich irgendwie nicht so gut wie der erste Teil angefühlt, aber ich würde es echt nochmal zocken, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich würde es safe irgendwann einmal nochmal zocken, weil der erste Teil mir relativ sehr gut gefallen hat. Und den habe ich auch wirklich dumm und deppert gesuchtet. Den ersten Teil habe ich wirklich dumm und deppert gesuchtet. Das war so ein geiles Game. Ah, scheiße, drauf geschissen. Vielleicht ist die Tante dann aber wieder weg. Das wäre geil. Wenn diese eine Zwischentante weg wäre, dann kann ich einfach durchspazieren ohne Ende. Ohne nix. Das wäre super. Gehen wir jetzt nochmal ganz kurz durch. Ich will es jetzt aber auch nicht schlecht reden oder irgendwas. Es ist trotzdem ein richtig geiles Game. Macht auch megamäßig Spaß. Aber irgendwie, mir hat was gefehlt. Irgendwie. Was ich den ersten Teil gehabt habe. Dieses... Ich kann es jetzt gar nicht mehr wirklich gescheit beschreiben, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kann es jetzt irgendwie nicht beschreiben. Aber es fehlt mir was. Mir hat irgendwas gefehlt, dieses Inszenatorische. Dieses, ich werde gleich von der ersten Minute abgeholt. Dieses Mysterio quasi mit seiner Vergangenheit, Mysteriöse mit seiner Vergangenheit und alles drum und dran. Das hat mich so dermaßen gefesselt. Was mich wieder im zweiten Teil da wieder nicht so dermaßen komischerweise gefesselt hat. Ich weiß nicht, an was es lag, warum mich das Game dann eher weniger gefesselt hat. Ich glaube aber hauptsächlich eigentlich nur wegen die FPS-Einbrüche. Und dass mir manche Maps zu groß waren von Anfang. Ich will jetzt nicht zu extrem spoilern, aber ich glaube sowas wie Map-Größe oder sonst was darf ich, glaube ich, hoffentlich erwähnen, weil sonst... Sag einfach, ob ich was von der Map-Größe erwähnen darf. Wenn nicht, dann halte ich die Buff. Aber es ist trotzdem ein geiles Game, nur ich hätte warten müssen. Ich glaube, ich hätte warten müssen. Dann hätte mir das Game definitiv sicher gefallen und ich hätte es auch wie blöde gesuchtet bis zum Gehtnimmer. 100%. Nur habe ich halt einfach es zu früh gezockt. Sagen wir es einfach so, ich habe wahrscheinlich das Game sicher zu 100% viel zu früh gezockt. Dementsprechend habe ich dann drauf geschissen. Ja, okay, passt, dann kann ich auch ein bisschen drüber reden. Ich finde es halt so quasi, du hast halt im ersten Teil mehr so ein bisschen so schlauchigere Missionen gehabt, so wie du es aber auch so ein bisschen kennst wie in einem Souls-like Game, wie in Lies in P so ein bisschen. Nur mit ein bisschen mehr Abweichungen, damit du sagen kannst, ja okay, passt, du spielst zwar ein Souls-like, aber dann dennoch auch ein bisschen was anderes, weißt du, was ich meine? Nicht, dass du wirklich sagst, du spielst nur 100% Souls-like im Star Wars-Universum. Die Geschichte ist mega, die Geschichte ist extrem geil. Dass du halt quasi so ein bisschen auch so eine Art Mischmasch hast von dem Ganzen. Aber das erste Gebiet war mir einfach gleich mal viel zu groß. Viel zu groß. Du kommst da rein und wirst gleich mal voll geballert mit einer riesigen Map mit 100 verschiedenen Wege, wo ich mir denke, okay, passt, Open World so ein bisschen auf Elden Ring angelehnt, aber auch irgendwie mit nicht einmal mit 10 FPS. Weil ich geier nicht so auf so diese ganzen Sachen wie mit Grafik, FPS und alles drum und dran. Ich muss trotzdem sagen, so bei Souls-like Games, da bin ich happy. Da will ich meine FPS haben. Da muss das Spiel nicht die heftigste Grafik ever haben und alles drum und dran. Aber ich will, dass das Spiel wenigstens von den FPS Bilder pro Sekunde rund läuft. Das ist die Mindestanforderung, finde ich persönlich bei Souls-like. Da muss es sitzen. Das muss sitzen, meiner Meinung nach. Sowas muss sitzen bei Souls-like. Und das hast du halt einfach nicht gehabt und das hat mich wahrscheinlich komplett rausgehört aus dem Game. Und du hast gleich diese fette Welt gehabt, gleich diese erste Map hat dich quasi komplett so ein bisschen überfordert, weil egal wo du auch hingehen hättest können, am Anfang zum Beispiel, denkst du, okay, passt, geil, das ist eine fette Welt, du schaust da mal, du bist ein bisschen da, ein bisschen da, ein bisschen da. Ist ein Leinwand, weißt? Ist ein Leinwand.
so ein bisschen auf Open World orientiert, dass du sagst, okay, passt, ich kann mich ein bisschen einmal mit der ersten Welt beschäftigen, so ein bisschen auf großes Tutorial angelehnt, beziehungsweise die Gegner werden eh irgendwann auch ein bisschen stärker oder kommen bessere Einheiten dann später sowieso nach, etc. Kommt halt immer drauf an, wie weit du schon bist mit dem Game. Nur, ich bock's nicht. Ich hasse es. Ich hasse es. Wenn ich 50 verschiedene Wege habe, aber ich kann dann nur einen Weg nutzen von den 50 verschiedenen Wegen, weil ich die Ausrüstung noch nicht habe, die Ausrüstung noch nicht habe, die und die, dann mache es lieber so, dass ich einmal meine erste Map oder meine ersten zwei Maps ein bisschen linealer habe, wo ich sage, okay, passt, ich kriege mal die Fähigkeit, dieses Gadget, das und das. Und dann lass mich raus in diese Welt, wo es ein bisschen größer wird, ein bisschen Open-World-mäßiger, wo ich mich auch ein bisschen austoben kann. Nicht, dass ich gefühlt gleich gefickt mit Wert mit, ja, komm wieder. Und dann, ja, du hast wieder ein Gadget, komm wieder. Ich will nicht gefühlt jedes Mal 20 Mal zur gleichen Welt hinreisen müssen, nur weil ich jetzt einmal wieder eine neue Fähigkeit habe, weil das Spiel storytechnisch macht es das aber auch. Du musst gefühlt, das war im ersten Teil auch so, aber das haben sie noch relativ geil gemacht, weil du nicht so viele Wege gehabt hast. Aber da gefühlt kommt es mir teilweise so ein bisschen vor wie, ich gehe ständig wieder zu der und zu der Map wegen ein 0815 Scheißdreck. Hauptsache, das Spiel wird gestreckt ohne Ende, habe ich so das teilweise das Gefühl. Wo ich dann einfach so sage, okay, passt, wegen dem Gerät müssen wir jetzt wieder zurückreisen. Kann ich von den 50 Wege, kann ich jetzt zwei zusätzliche betreten, weil ich das und dieses Gadget quasi gekriegt habe und ausnutzen kann und alles. Und das habe ich auch schon in God of War 1, also vom Remake, 4er Teil, keine Ahnung, den ich ja bis heute noch immer nennen, mochte ich auch nicht so ganz, da war es aber noch nicht so extrem. Du hast wirklich deine Welt, ich verstehe es auch, dass du auch immer wieder so ein paar Gadgets brauchst, damit du dich dann später auch noch ein bisschen austoben kannst oder dich quasi dann vielleicht sogar nach dem Game, vielleicht also nach der Story, dich vielleicht, wenn du die Credits gesehen hast, dich auch noch ein bisschen austoben kannst, verstehe ich definitiv. Nur wenn ich schon damit vollgeballert werde mit 120 verschiedenen Wegen und ich kann nicht einmal einen ausnutzen, tut mir das irgendwie weh. Ich will halt das ein oder andere gerne halt ausnutzen. Ich sehe einen Weg, ich bin gerade dort, ich will ihn auch ausnutzen können. Ich will sehen, was dahinter ist, hinter diesem Weg. Ich will nicht beginnen, Sachen einzusammeln, wie zum Beispiel Kisten, seltene Kisten oder sonst was, wo ich dann Angst haben muss, ist, wenn ich dann die nächste Kiste hinkomme, dass ich sie dann vielleicht dezent vielleicht nicht einmal mehr öffnen kann oder irgendwas. Weil ich dieses und jeweiliges Gadget noch nicht habe. Das ist nicht so meins. Das mag ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da in der Hinsicht ein bisschen ungeduldig. Das kann vielleicht auch möglich sein, weil ich doch immer alles auf einen Rutsch gern hätte. Also gern alles in einem Durchgang gern eingesammelt hätte. Das kann vielleicht auch daran liegen. Aber ich mag das nicht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich hätte gern ab und zu so ein bisschen alles in einem Guss. Aber dafür schaue ich mich halt trotzdem irgendwann nochmal um. Gerade wenn ich vielleicht neue Spiel Plus vielleicht spiele. Oder irgendwas. Das mag ich dann. Dann habe ich auch alle Gadgets. Dann gehe ich wieder bei dem gesamten Game durch und kann mich austoben so ein bisschen in der Richtung. Aber ja, Geschmäcker sind in dem Fall definitiv auch sehr verschieden. Manche wollen halt gefühlt auf 20 Wege nochmal gehen. Nur damit sie wieder nach einem Gadget wieder dorthin kommen und wieder jeden scheiß verfickten Boss oder Gegner wieder 20 Mal erledigen wollen, etc. Jetzt hat gescheit aufpassen. Wenn ich deppert bin. Einmal. Aufpassen, Digi, aufpassen. Ja, passt, ja.
sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, es war jetzt schon wieder ein bisschen deppert knapp. Es war jetzt definitiv ein bisschen deppert knapp. Ja, das wäre vielleicht eh nicht schlecht. Ja, definitiv. Wo ist der? Es wird safe eh. Weihnachten, es wird 100% oder zu Neujahr oder sonst was. Wird safe irgendein Angebot geben. Und muss, Digi. Irgendwas gibt safe. Irgendwas gibt's da immer. Hätte ich gesagt gehabt. Ich hätte da sowieso. So welche Sachen musst du auf alle Fälle ein bisschen geduldig sein. Ja, gibt safe immer irgendeinen Rabatt oder irgendwas. Da hast du vielleicht eh auch gleich die Deluxe Edition mit einem Skin mehr und alles drum und dran. Es ist halt immer wieder gesagt, Geschmackssache. Manche Leute wollen halt quasi gefühlt zum 50. Mal den gleichen Weg gehen. Jeder wie er möchte. Das ist jetzt auch kein Vorwurf, wie du quasi ein Spiel zu Spiel hast. Es ist halt einfach, ich mag das halt einfach nicht. Ja, hätte ich auch gesagt. Gerade für dich mit deinem leisen Pi und alles drum und dran. Ich glaube, das könnte auch relativ gut gefallen. Ich glaube, das könnte dir auch relativ sehr, sehr gut gefallen. Weil ich bin 1,5 Stunden drin. Und es macht richtig Bock. Ich finde gerade, was mir so dermaßen Bock macht, ist halt einfach diese ganzen Fähigkeiten-Dinge. Das taugt mir so extrem. Aber ja, ich mache jetzt mal definitiv lieber mal den hier. Aber warten wir mal ab, bis ich mal beim ersten Bosskampf bin. Gell? Also, da kann es gleich mal wieder ganz, ganz anders ausschauen. Beim ersten Bosskampf sage ich sicher schon Schmutzgame. Safe, 100%, was ist das für ein Drecksgame? Nie wieder zocken, alles drum und dran. 100%, 100%. Safe Tracks Game. Oh, geil. Schmutzgame. Einfach nur Schmutzgame, Digi. Passt. Ja, unbedingt das mit der Gesundheit und alles drum und dran. Ja, ich hätte sowieso gesagt gehabt, den Säbel mache ich gleich mal komplett fertig. Weil wir brauchen aber auch nicht so viele Talentpunkte. Also dementsprechend, da kann man sich relativ gut austoben. Das taugt mir aber auch extrem mit den ganzen Splittern und alles drum und dran. Messer? Ja, ist halt ein bisschen was Schnelles. Taugt mir auch. Zeig mal her. Ja, bin jetzt nicht ehrlich gesagt der größte Fan. Faust ist auch ganz nett. Ja, das kann ich auch noch ein bisschen aufwerten. Baba me. Hehehe, da war einer zu gierig. War definitiv jetzt gerade auch nicht zu gierig. Ich würde aber trotzdem sagen, wir könnten ja auch mal sagen, okay, ich mache mal mit der Axt weiter, dann mache ich mit der Waffe weiter, mit der und mit der, mit der, dass ich irgendwie sagen kann, okay, dass ich da irgendwie auch so eine Art Finisher dann habe. Dass ich sage, okay, passt, ich habe die Waffe komplett aufgewertet bis zum Maximum, dann wieder die nächste. Okay, das andere ist sowieso noch gesperrt. Aufwerten. Ah, wie viel haben wir? Ich auch zwei so Haverer. Ja, aber ja, da nehme ich lieber die anderen zwei. Ja, fix. Bisschen mehr von dem, bisschen mehr von dem. Sicher nicht schlecht. Würde mir jetzt aber eher interessieren, was. Warte, ich bin ja noch nicht fertig. Trank herstellen. Was kann ich da machen?